Hallo, hier Dark Saber mit Nitros Petrei, der letzten Folge der heutigen Session, der achten Folge. Ich hätte gerne noch mehr gemacht, aber ich habe Zeitdruck. Ich will mich heute nochmal mit jemandem zocken und wenn ich dazwischen noch was essen will, sollte ich nur noch diese eine Folge machen. Okay, Einzelrennen! Wieder mit dem Shigera, wieder eine andere Farbe, Moment. Lass mal so. Schau, dass es so ein bisschen Gold quasi ist. Dazu muss ich es nur ein bisschen so halten. Ja, so kann man das machen. Daneben. Ja, okay, es ist auch irgendwo gelb, aber irgendwie sieht es doch ein bisschen golden aus, deswegen nehmen wir es so. Okay, dann zeige ich mal, was wir haben. Und zwar Summit oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und ihr seht, wie ich schon vorhin sagte, es ist im Prinzip ist es Rocky Pass, nur jetzt in Schnee. Und ich glaube auch, die Strecke ist ein bisschen anders. Ich glaube, ein bisschen anders ist es. Okay. Ja. Sehr viel Spaß. Am liebsten würde ich wirklich noch eins danach machen, aber die letzten dauern halt immer schon und es ist kurz vor 20 Uhr und um 21 Uhr soll es eigentlich schon losgehen. Deswegen, let's go! Und los geht's. Diesmal ohne. 3, 2, 1, los! Sieht aber relativ grün aus statt gelb. Na gut. Was soll's? Aber es sieht nicht schlecht aus. Kann ich mit leben. Nein, komm schon! Man darf halt wirklich nicht zu lange an eins dieser. Also an Wänden und auch nicht an den Zäunen sein, weil sonst prallt man ab und man verliert so viel Zeit dadurch, weil man quasi halt wie gegen eine Wand fährt. Das läuft doch. So, was kann ich noch sagen? Ah ja, hat wollte ich ja noch zu Ende bringen. Und zwar unten links seht ihr natürlich, ihr habt es schon längst bemerkt, die Gegner und welche Anzahl, also wo wir gerade sind. Und unten rechts seht ihr halt die Map. Die ist nicht unbedingt notwendig, aber ich finde sie eigentlich relativ hilfreich, wenn man wissen will, wo der nächste Gegner ist oder der hinter einem, der einen gerade auf die Nerven geht. So. Ah, ansonsten habe ich eigentlich gerade, glaube ich, alles gesagt. Ich bin so froh, das Spiel gerade zu spielen. Oh, Typ, geh mir nicht auf die Nerven. Alter! Krieg dich wieder ein. Das war Ace, dafür ist jetzt liegt Food vorne. Jetzt muss ich den erstmal wieder einholen. Meine Fresse. Okay. Alter, lässt du das. Wie extrem aggressiv die sind, ne? Okay. So. Und hier meist tatsächlicherweise eigentlich eher. Oh, das stimmt, das ist ja anders, das ist ja nicht Rocket Pass. Nein! Oh ja. Er sieht's in auch. Es wird abends, es wird langsam dunkel. An der Beleuchtung. Meine ich. Und er sieht's ja auch hinten. Wenn es so aussieht, ist es langsam Abend. Also im Prinzip ist es ja schon Abend. Wild One. Oh, das war nicht beabsichtigt, also behaupte ich jetzt einfach, aber es hat mir geholfen. Nein, komm schon.
Das kann jetzt noch richtig schwierig werden. Den haben wir. Okay. Hi. Lässt du mich bitte in Ruhe? Alter, lass den Quatsch. Komm schon. Oh, super. Okay. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Also ich kann hier natürlich auch hier wieder, wie bei Rocket Pass, einfach diese Abkürzung nehmen, aber sie ist halt auch mit Risiken verbunden. Und bei nur zwei Runden mache ich das nicht. Never. Das ist die letzte Runde. Oh ja, und ich habe noch zwei vor mir. Oh, ich habe es wirklich so vermisst, das Spielen. Mit diesem Spiel. Und ich habe auch gerade richtig Lust auf Autospiel, muss ich sagen. Ich habe auch ein relativ neues Nintendo Switch-Spiel. Naja, gut, nicht so neu. Es gibt ein aktuelleres. Aber eins, wo man auch online spielen kann. Und was auch Hot Pursuit ist. Also es heißt Nintendo Switch Hot Pursuit, richtig. Wer weiß, vielleicht nehme ich da auch mal was auf. Aber weniger wegen Karriere oder so, sondern einfach mal so random technisch so mit einem Kumpel. Will ich mal so machen. Komm schon. Ah, läuft gut. Ah, diesmal habe ich schon ein richtig gutes Gefühl. Es könnte was werden. Ich stelle mich jetzt richtig an. Ich hoffe es nicht. So, und noch ein Spiel, was ich aufnehmen wieder wollen würde. Da habe ich, muss ich sagen, einiges noch in der Hinterhand. Tatsächlicherweise. Und zwar Hot, Planet of the Dead. Death oder Dead, ich weiß es nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. Port auf jeden Fall. Und, ich habe immer Angst, dass ich an die Wand komme und, quasi wieder auf dem Dach lande. Und da habe ich noch so viele Folgen in der Hinterhand. Richtig viele, tatsächlicherweise. Und da will ich dann noch einige Folgen dazu machen. Aber ich bin halt nie dazu gekommen. Gab immer andere Projekte oder andere Sachen, die ich machen wollte. Also, Let's Play-technisch geht es ja bei mir sowieso nie immer so komplett voran. Weil es immer wieder so Sachen gab, die mich zurückgehalten haben. Und jetzt habe ich mir sowieso gesagt, okay, mach's mal alles ein bisschen dezenter nur noch. Also, dass ich alles weniger unter Druck mache. Und seitdem läuft es auch ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen mehr Spaß jetzt wieder an der Sache. Habe ich ganz am Anfang so auch gehabt, aber da habe ich mir dann irgendwann immer mehr Druck gemacht, immer mehr Projekte gleichzeitig gemacht. Und dann habe ich halt am Ende keinen Spaß mehr gehabt. Und jetzt mache ich darauf, worauf ich Bock habe. Und jetzt sind momentan Rennspiele so, darauf, wo ich richtig viel Bock drauf habe und das immer Stoß. Will aber natürlich andere Projekte nicht vernachlässigen, also die werden natürlich auch dann wieder rankommen, aber mit der Zeit. Oh Gott. Ah, okay, dann wurden quasi die Bauarbeiten ein bisschen akustisch hingedeutet. Okay, jetzt muss ich schon ein bisschen vom Gas gehen, damit ich hier rumkomme. Aber nicht so! Lass mich in Ruhe! Oh Gott, das ist jetzt wieder schon... Obwohl... Wenn ich jetzt nichts allzu falsch mache... Könnte das was werden. Oh. Es geschafft. Sie haben den Rundenrekord gebrochen. Gratuliere! Danke. So, das war's im Prinzip mit der heutigen Session. Oh Gott, habe ich noch Hunger. Okay,
Das hat ja jetzt sehr, sehr gut geklappt. Besser als in den ganzen Folgen davor. Außer vielleicht zwei, drei. Ja, die Hälfte, mit der Hälfte bin ich zufrieden. Super. Das wird sich noch steigern. Also je mehr Runden es sind, umso einfacher wird es am Ende. So, beim nächsten Mal werde ich aber wahrscheinlich nicht sofort mit dem Anfang. Ich werde es, denke ich, die Special-Folge so mit dran setzen. Ich werde das wahrscheinlich gleichzeitig mit ein paar anderen, also ich werde das gleichzeitig mit Todd Pistot wahrscheinlich hochladen. Ich will, obwohl es wird eigentlich fast jede Folge, obwohl, ich habe schon, während ich hier rede, plane ich schon durcheinander. Also meine Planung ist im Prinzip quasi die Special League mache ich am Wochenende immer rein, dann passt das. Ich werde jetzt nicht immer so gleichzeitig mit den anderen machen, also mit den anderen Rennen. Schauen wir mal. Gut, also ich habe Official Hometown, Red Dog Ridge und Rocky Pass wird auf jeden Fall dann an einem der Wochenenden dann kommen. Ah, ja, gut. Ja, dies war es jetzt erstmal jedenfalls von der 8. Folge von Litos B3 mit der Strecke somit. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.